Ja, heute passt alles. Das Wetter ist super. Es hat geschneit. Wir haben genug Schnee. Und heute fahre ich unsere ersten Schneemobilwege ab. Es ist immer ein bisschen heikel, die Wege das erste Mal abzufahren, weil wenn der Schnee noch nicht ganz so hoch ist, können Steine drunter sein, umgekippte Bäume. Und wenn man irgendwie dann im Wald sich festrammelt, dann hat man halt ein Problem, dass man das sich wieder rauswinschen muss oder Baum sägen oder wie auch immer. Also es ist nicht ganz so ohne, und wenn aber die Trails einmal stehen, dann muss man die halt immer wieder fahren, wenn es drüber schneit. Und dann sollte das funktionieren, weil wenn man mit dem Schneemobil unterwegs ist, da ist man halt so nicht so manövrierfähig. Das heißt, ich kann einfach nicht auf der Stelle drehen oder irgend sowas. Das Ding ist ja relativ ungelenk. Deshalb ist es gut, wenn man halt auch im Wald steht und weiß nicht genau, wo man langfahren muss, absteigen, Schneeschuhe dran, halt den Weg vortreten, macht auch Sinn vom Schnee her. Denn jetzt sind gerade mal 15 Grad minus, 16 Grad minus und da ist der Schnee so relativ feinkörnig und trägt nicht so wirklich. Das heißt, ja, man muss halt genau wissen, was man macht. Und wenn es dann mal wieder wärmer wird und der Schnee setzt sich, dann ist der Trail besser. Oder wenn man den immer wieder durchfährt oder überfährt, dann ja, ist das natürlich auf lange Sicht viel, viel besser. Aber das erste Mal fahren, ja, ist halt immer ein bisschen Lotto. Gut. Dann zeige ich euch erstmal, was man alles so braucht. Schneemobil tanken, ganze Gravel rein in den Koffer hinten drauf, dass wenn man irgendwo hängen bleibt, man sich auch helfen kann. Also ich nehme immer einen Haufen mit, Schneeschaufel, eine kleine Winde, Schneeschuhe auf jeden Fall, dass wenn das Ding irgendwo kaputt geht, dann stehst du halt irgendwo in der Wildnis und kommst nicht nach Hause. Also ich fahre auch meistens nur so weit, wenn ich alleine fahre, dass ich das irgendwie noch schaffe, nach Hause zu kommen. Es ist jetzt noch ungefähr 4 Stunden hell, 3,5 Stunden. Ja, dann auf jeden Fall Kopflampe mitnehmen, Telefon mitnehmen. Wir haben zum Glück Empfang hier bei uns. Ist zwar schwierig, weil ich eigentlich nur eine Person habe, die ich anrufen könnte. Und die hat wahrscheinlich auch keine Zeit oder ist unterwegs. Deswegen muss man hier auch ein bisschen gut auf sich selber aufpassen, gut aufgestellt sein, immer wissen, wo man ist und halt nicht anbrennen lassen. Also es sind halt viele, die irgendwie unterwegs sind, die auch gerade mit Skiern, Schneeschuhen irgendwo die Sache unterschätzen. Also es kann auch mal schnell nochmal von den Temperaturen in den Keller gehen. Und wenn du dann irgendwo bist und es wird relativ fix dunkel, dann ist der Weg nach Hause manchmal weit. So, und hier seht ihr mal, was ich alles mitnehme. Es fängt an mit dem kräftigen Schlupf, mit einer kleinen Frostkette. Dann hier so eine Winde, Gurtzeug, Gurtkreuzzeug, so fürs Notwendigste. Ganz wichtig, Schneeschuhe, ein Ersatzriemen als Antriebsriemen. Wenn der mal kaputt geht, kann ich den unterwegs wechseln. Ein bisschen Werkzeug habe ich auch im Schneemobil. Eine Axt, eine Säge, Helm. Helm ist Pflicht in Schweden, macht ja auch Sinn, wenn man irgendwo unter Ästen durchfährt oder im Wald, dass man halt irgendwie auch bei einem Sturz relativ sicher ist. Schneeschaufel, manche finden es übertrieben und nehmen so kleine Klappschaufeln mit. Ich nehme einfach die große Schneeschaufel mit, das stört nicht. Und da ist, wenn du dich eingräbst mit dem Schneemobil, ja, ist ihm relativ schnell geholfen mit einer guten Hosenschaufel. Und hier in dem Beutel habe ich mir selber gebaut. Das ist so eine Teleskopwinde, die kann ich zusammenstecken. Wenn das Schneemobil irgendwo versumpft und versackt, dann kann ich die Winde hinten anhängen, kann das hochkurbeln, kann Schnee drunter legen oder Schnee drunter schmeißen und dann geht es hoffentlich weiter. So, jetzt verlade ich den ganzen Kram, schnall das fest, tank das Schneemobil noch voll. Hier vorne ist noch der Kanister und dann werden wir gucken, ob es anspringt. So, jetzt ist das passiert, was ich überhaupt nicht wollte. Im Hintergrund seht ihr das rote Schneemobil. Das ist eigentlich mein Lieblingsgerät. Das sind alles relativ alte Schneemobile. Und daneben ist dieses blaue. Und jetzt wollte ich mit dem roten fahren und natürlich ist die Batterie alle. Jetzt will ich aber heute durchziehen und die Wege fahren. Jetzt habe ich das blaue erstmal wieder abgekehrt. Und mal gucken, ob das Gerät angeht. Das hat nämlich einen Seilzug und da braucht es nicht unbedingt eine Batterie.
Und mit Glück geht es an die Karriere. Mal gucken. Das Geschoss ist gepackt, alles verstaut, alles dran. Jetzt geht's los. Kurze Pause. Wir sehen, mir ist schon der Bart eingefroren. Bei 15 Grad minus und relativ Gegenwind und Schneestaub. Auf alle Fälle werde ich euch mal jetzt zeigen, die Gegend, wo ich gerade bin, wie genial das hier aussieht.
So, das war's, Leute. Ich bin schon wieder zu Hause. Alles super, alles gut gegangen. Maschine hat gehalten, alle Wege gefahren. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ne? Und wer das auch mal live erleben will, der kann das bei uns machen. Wir haben ja verschiedene Hütten zu vermieten und spielt halt auch Touren an, Schmiedekurse. Und ja, wer Bock auf sowas hat, kann sich ruhig melden. Winter haben wir hier, wenn er auch dieses Jahr etwas später gekommen ist wie sonst. Ja, jetzt geht's erstmal rein. Das Eis aus dem Bad käme, ne? Und ja, jetzt trinke ich einen Kaffee, wärme mich ein bisschen auf. Und ja, wer Tipps hat, kann es mir gerne schreiben. Und ja, dann bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.